Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon, das damit Kartenspiel im Online-Modus. Heute mal ohne Facecam. Da ich heute am. Jetzt muss ich nachschauen. Oh, verdammt. Es ist heute auf jeden Fall der Donnerstag, der 25. August. Und es ist, glaube ich, in Gesamtdeutschland einfach ultra warm. Auch hier in Flensburg ausnahmsweise. Laut meiner Wetter-App sollen es, glaube ich, so knapp 30 Grad draußen sein. Und ich habe einfach bei mir alles verdunkelt in der gesamten Wohnung, damit es einigermaßen kühl in Anführungsstrichen hier bleibt, also so 22 Grad ungefähr. Wobei mein Schlafzimmer hat so 20, das geht noch. Und wenn ich hier nämlich die Gardine aufmache im Wohnzimmer bzw. im Arbeitszimmer, dann ist das Ding hier einfach sofort ultra warm. Ich könnte zwar die Webcam benutzen bzw. die Facecam, aber ich habe mir gedacht, mein Face ist eh störend. Deswegen ausnahmsweise mal heute ohne Webcam. Okay. Wir können hier rechts was öffnen. Wenn ich das richtig weiß, ist es ein Booster Pack. Genau. Das ist schon mal gut. Das werden wir nämlich direkt einfach jetzt mal öffnen. Weil, warum auch nicht? So. Booster Packs. Genau. XY Flammenmeer. Pack wird erstellt. Da öffnen. Oh, mal sehen, was wir da drin haben. Komm schon, gib mir was Tolles. Alles Bullshit. Oh, davon wäre eigentlich gut für unser Psychodeck. Problem ist, wir haben das Phase 1 Pokémon nicht. Dürfte gelaufen für uns. Was haben wir denn noch? Das ist auch Psycho. Mogel, Hieb, Wirf, eine Münze bei Kopf, ist das aktive. Okay. Wenn man davon halt eine Weiterentwicklung hätte, wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Schützer, Rauchwolke, Pokémon Fanclub. Ja gut. War nicht ganz so gute Ausbeute, muss ich tatsächlich sagen. Doof gelaufen. Gibt es denn die nächsten? Nächster Bonus. 11 Stunden. Na gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal fix in unser Deck, denn ich glaube, es gab etwas, was ich verbessern wollte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben drei verschiedene Kartenhüllen. Ne, wir bleiben bei dem den Standardkartenhüllen. Ich würde sagen, haben wir genug Energiekarten? Das ist schwierig. Es gab eine Karte, genau. Die Roller Skates, die wollte ich auf jeden Fall raustun. Weil, muss ich jetzt ernsthaft. What the shit? What the fuck? Warum? Kann ich? Ach so, ich habe auf Ansehen gemacht. Na, das war richtig genius. Boah, wenn man im Rechner sitzt, wird das trotzdem ganz schön warm. Genau, die Roller Skates wollte ich rausnehmen, weil ich will ja keine Mütze werfen. Ich will einfach automatisch drei Karten ziehen und dafür haben wir ja immerhin die gute Schere. Warum sollte ich denn die drin lassen? So, speichern. Speichern. Alles klar. Ich würde sagen, Events. Gucken wir mal kurz da rein. Von denen hätten wir theoretisch. Komm, meine Events. Und die Mann-Turniere finden täglich jederzeit statt. Spieler 7 von 8. Ich glaube nicht, dass wir dafür gut genug sind. Tatsächlich. Ich habe schon Bock, muss ich sagen. Ja, mir zieht es gerade, aber wir haben gerade so viele von denen. Schwierig. Nee, wir gehen einfach. Ah, jetzt sitzt oder so. Ah. Wir gehen in den Versus Modus und dann können wir immer noch mal eine Runde reingucken. So. Dann wollen wir mal. Gegen wen spielen wir? Gegen Dani, er hat ein Wasser. Das weiß ich nicht mehr, was das war. Und ein Normaldeck. Wisst ihr bestimmt, was das für ein Zeichen war. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. So. Er fängt an, sehr schön, hat sich direkt entschieden. Das heißt, wir haben schon mal einen, der hier nicht einfach drei Jahre für den Münzwurf braucht. Wir haben relativ viel Glück. Er hat kein Basis-Pokémon. Wir haben zumindest eins mit dem guten Miltank. Ja. Komm, wir haben sogar direkt die Doppelenergie.
So, er hat Doppelenergie, Sejong, hat Murai, Wasser, Theano. Alles klar, das kommt alles zurück. Dann zeig mal, was du jetzt ziehst. Oh, es ist relativ fix unterwegs. Ja, möchte ich. Das gefällt mir. Die Leute, die so schnell unterwegs sind. So. Was ist das? Einmal während seines Zuges darf jeder Spieler 30 Schadenspunkte bei jedem seiner Wasser-Pokémon und heilen. Ach, das ist scheiße. Gefällt mir nicht. Ah, hat schon wieder EX-Pokémon. Das gefällt mir auch nicht. Okay. Okay. So. Wir wollen erstmal drei Karten ziehen. Sehr schön. Erstmal einen Hut. Dann ziehen wir das an. Dann machen wir das. Wir wollen ja mehr Basisenergiekarten haben. Gib mir. So, dann würde ich sagen, eine Doppelenergie auf unserem Miltank. Dann greifen wir einfach mal an. Was wir nicht können. Weil das zu wenig Schaden macht. Anscheinend. Büffelwert. So. 28 Schadenspunkte reduziert, genau. Was macht der nochmal? Zieh jedes Mal, wenn das Pokémon das. Okay. Diese beiden zwei Karten, okay. Dann haben wir eine Artillerie. Ich bin am Zug, okay. Er konnte halt nicht angreifen. Sehr schön, wir haben Kagama gezogen. Ne, das geht glaube ich gar nicht. Machen wir einfach mal das. So. Und greifen an. Macht zwar jetzt nur 40 Schaden, aber. Besser als gar kein Schaden, oder? Auch wenn er zwei Karten ziehen darf. Der Helm ist gar nicht schlecht. Oh, jetzt kommt das Muskelband. Ah, 60 Schaden. Ich glaube, es lohnt sich nicht mal zu. Doch, es lohnt sich zu heilen. Er legt die dumme Energiekarte ab. Merkwürdig hätte ich jetzt nicht gemacht. Oh Gott. Alles klar. Ganz schön viele EX-Karten im Deck, das wird uns ganz schön wehtun. Gut. Ja, er spielt darauf, dass er halt relativ schnell alle Karten auf die Hand bekommt, die er haben möchte. Auch, dass er viele Karten ablegt. Er hat jetzt zwei EX-Karten hier vorne, nehmen einmal das nach Tara und das Gyarados ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen gefährlicher. So, erstmal benutzen wir den Trank. Dann rüsten wir unser Kangama aus, weil wir brauchen auf jeden Fall für später den Schaden. So. Pokémon Center Dame, gut 60 Schaden können wir nochmal heilen. Frage ist, wo hat er. Da legt er die Wasserenergiekarte an. Ah. Mieser Zug. Ja, mit dem Artillerie kann er halt immer Karten ziehen, bis er halt 5 Stück auf der Hand hat. Ah, das ist schlecht für uns. Wir könnten es heilen. Ah, das hat unseren ganzen Dings versaut. So. Oh, das war tatsächlich relativ dumm. Ja, ich könnte es theoretisch heilen. Das werden wir auch machen. Komm. Dann können wir das Bisofang nämlich trotzdem gleich besiegen.
Ach, wir können angreifen. Ich bin so doof. Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? What the fuck, ich war maximal verwirrt, Entschuldigung. So, wir haben. Das Gute ist, wir haben relativ viele Energiekarten auf der Hand. Da entwickelt er es weiter. Das ist der Schaden. Der Schaden dieses Angriffs wird durch die Schwäche. Man kann das so schnell lesen, auf jeden Fall. Alter. Er hat eine Energiekarte abgelegt. Das ist sehr gut. Was wir jetzt haben, wir können 100 Schaden direkt zufügen. Das werden wir machen. Wir müssen ein bisschen hier, dass das down geht. Er killt leider gerade alle unsere Tanks, was ein bisschen ärgerlich ist, tatsächlich. Ah, er heilt 60 Schadenspunkte. Shit, ey. Ah ja, okay, das war jetzt ärgerlich. Ich glaube, das werden wir nicht gewinnen hier. Ja, wir können nur das machen, ehrlich gesagt. Muskelband 80 Schaden plus, das werden wir auch machen. Nee, das geht nicht. Müssen das machen. Ich hoffe, dass er nicht noch irgendwie so Heilungskarten jetzt hat. Das wäre ziemlich ärgerlich für uns. Aber ich schätze mal schon, dass er welche auf der Hand hat. Und das Gyarados wird weiter aufgerüstet, die er hat. Wow. Sehe ich hier wieder eine Wasserenergiekarte ab. Das Quajutsu ist ganz schön stark. Das nimmt uns hier gerade komplett auseinander. Jetzt dürfen wir nochmal drei Karten ziehen. Sehr gut, wir haben Trassler gezogen. So, machen wir das. Nehmen wir uns die. Was ist denn das Trassler aus? Und greifen nochmal an. Wir hätten unser Miltank theoretisch heilen können, aber ich glaube nicht, dass das irgendetwas gebracht hätte, weil er dann trotzdem eine Wasserenergiekarte wieder abgelegt hätte. Ja, fast doppelt so viele Karten wie er. Aber noch 15 und wir 31. Jetzt darf er wieder drei Karten ziehen. Macht denselben Shit wie wir. Ja, sein Gyarados ist jetzt komplett aufgerüstet. Die Angriffe für die auf deiner Bank 10 Schadenspunkte zu 130 Schaden. Das hält kein Pokémon von uns aus. So. Wir ziehen hier auch leider nicht das, was ich mir gerade erhoffe, ehrlich gesagt. So, jetzt ziehen wir nochmal zwei Karten. Sehr gut, eine Doppelenergiekarte. Mische deine Handkarte in dein Deck, ziehe anschließend fünf neue Karten. Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat.
Er hat nur im Deck, er hat nämlich nur 9 Karten jetzt im Deck hier oben, sieht man das sehr gut. Es unten sind immer die Karten im Ablagestapel, also. So, wir werden das jetzt versuchen ein bisschen auszutanken. Weil ich brauche das Skylar Gladi halt. Weil er macht mir halt jede Runde halt 80 Schaden. Das ist halt fast unmöglich für uns. Und wir ziehen halt noch einen Traster tatsächlich. Ich brauche einen Galar Gladi halt. Ich muss meine Karten zurück ins Stack mischen und hoffen, dass wir eins ziehen. Und wir ziehen natürlich keins. Machen wir halt das. Und das. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Also ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch gewinnen sollten hier. Selbst mit dem Galagladi ist das für uns unmöglich, weil wir, glaube ich, nicht 130 Schaden in einem Zug gerade hinbekommen. Das geht sogar auf die Bank drauf. Immer noch sie ja, wieder 7 Karten. Ah, das wird nichts mehr. Wahrscheinlich haben wir das Pech, dass noch beide Galagladis halt auch noch im Gewinnerstapel liegen. Das heißt, das hier ist vorbei. Wir können hier nochmal 3 Karten ziehen. Da ziehen wir ein Lugia. Was halt überhaupt nichts derzeit bringt. Ah, sehr gut. Da haben wir es doch. Ich weiß trotzdem nicht, wie wir das hier gewinnen sollen. Ach, schon eine starke Karte, die hier. 130 KP macht kein Po 180 Schaden macht mit einer Energiekarte, so gesehen mit zwei, wenn man halt immer eine ablegt. Schaden machen wir nicht. Das haben wir verloren. Es ist vorbei. Hundertvierzig dürfen das sein, ja. Uns fehlen halt 40 Schaden, so gesehen 2 Energiekarten dafür, die wir halt verloren haben. Zieht er auch nochmal 3 Karten. Hat nur noch 2 Karten im Deck, ey. Ach, das geht auch von der Bank aus. Das ist natürlich wunderbar. Na gut. Da konnten wir leider nicht viel machen, ehrlich gesagt. Da wusste ich auch nicht, was ich hätte besser machen können. Drei Runden. Verlauf. Na gut, ich würde sagen, das war die heutige Folge wieder von Pokémon, das Sammelkartenspiel im Online-Modus. Wir sehen uns wieder. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, weil es irgendwie Verbesserungstipps gibt, auch am besten für Stack.
was man vielleicht besser machen könnte, auch mit den Anfangskarten, ob wir nicht vielleicht doch ein bisschen umstrukturieren sollten oder so. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert uns auch gerne. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.